Bonga im Ballbesitz mit Dieme auf dem Weg zum Dunking und zu den ersten Rasterpunkten. 2:0 fürs Farmteam aus Vechta. Oh. Der Ball ist weg. Schneller Griff läuft. Wird wahrscheinlich auch abgeschlossen. Ja, und zwar spektakulär im Nachsetzen von Bakary Diba. Der Wind passt raus. Anderson, ja, sie sind darauf aus, gut durchzuspielen bis ans Brett. Das ist auch dreimal schon prima gelungen. Schmeißt ihn oben an die Brettkante. Und da ist wieder ein Ballverlust. Ja, und jetzt kann Okwara durchmarschieren und per Dunking abschließen. Und guter Pass. Guter Block von Schmidt. Pass runter. Kann sich jetzt gleich belohnen. Sehr schön. Vorne, hinten der Block. Vorne schnelle Post-up und Schreiber. Und da ist der erste Dreier von ihm. Ja. Jetzt bewegen sie ihn gut den Ball und werden belohnt. Komplett Mutterseelen allein. Tunstall unterm. Dann war ein Spieltag später auch schon wieder ist anders. Ah, wieder ein Dunking. Schönes erstes Play aus Karlsruher Sicht. Schöner Backdoor. Genauso aufgezeichnet, höchstwahrscheinlich. Ja. Die Gäste schnell nach vorne. Mal raus. Dreier wird angetäuscht. Dreier wird genommen. Dreier wird getroffen. Soll es auch sofort Inside geben? Ja, genau. War ja auch eigentlich im ersten Viertel ein Erfolgsrezept. Da ist ein Foul im Wurf. Der Dreier passt. Und Vechta versucht es wieder inside, versucht Anderson aufzuposten. Bayram durch. Anderson kann keinen Offensiv-Rebound abstauben. Fast Break. Schicker läuft. Pass. Super Pass, auch schnell abgeschlossen. Von Williams. Der hat jetzt auch 8 Punkte. Dent bei 9. Ja, man will definitiv. Ja, kann aber nicht abschließen. Kevin Smith nimmt den Wurf. Viel zu lang. Wieder Fast Break, klasse, angetäuscht, super dran vorbeigegangen. Der Bakary Diba jetzt auch bei 6 Punkten. Die Karlsruher gerade das Spiel mit Gewinn. Anderson, jetzt ist der Weg frei. Hey. Den nimmt er dann mal. Kevin reindribbeln. Viele Zufallsprodukte, das sieht nicht nach Struktur aus, auch dieser Dreier in der Zeitnot. Williams mit dem einen Baseline, hat er den Ball schon wieder, nimmt den Dreier gegen Bonga und trifft ihn. Das war in höchster Not. Ja, gut durchgesteckt, aber geblockt von Schmidt. Großmann nimmt den Dreier. Und trifft ihn. Selbstvertrauen nach dem Drive gerade eben. Absetzen ist nicht in diesem Spiel. Oh. Hans Loten. Langen Schritt. Anderson lässt sie alle fliegen. Kann aber auch nicht. Ja, genau. Das richtige Mittel gegen eine 1-3-1-Zone. Die Mitte zu attackieren, sieht man hier sehr schön. Genau, da ist nämlich die Lücke. Räume. Eine zweite Chance. Bonga passt raus, Anderson passt raus, Van Sloten, offener Dreier. Der sitzt jetzt mal, das war mal ein gutes Play. Jetzt, ich denke, die Halle könnte man doch wieder mal in Führung gehen. Ja, mit dem Dreier von Anderson auch gelungen. Aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Ja. Was haben wir da jetzt noch? Technisches, wegen Flopping, glaube ich. Wegen Bonga. Ah.
ja. Sollten sie mit diesem Angriff auch noch erfolgreich sein, ist da schon der Deckel drauf. Und das passiert gerade mit dem Dreier von Diva, der jetzt bei 12 Punkten steht. Da wird an meiner Seite Malte Schäfer sitzen. Ex-Coach, 4,5 Jahre vor Pat Elzy bei Fechter. Getäuscht. Ja, jetzt ist die Fechter-Defense offen wie ein Scheunentor. Das ging relativ wehrlos.